Immer wieder werde ich gefragt, ob ich alleine angeln gehe oder wie es ist, als Frau alleine am Wasser zu sein. Und ich sage es immer wieder, wobei die Frage wirklich immer wieder auftaucht. Und ich muss ganz klar sagen, nein, ich bin nie alleine am Wasser. Ich bin einfach nicht der Typ dafür, alleine zu angeln. Und ich muss auch dazu sagen, ich bezweifle auch wirklich ganz, ganz stark, dass irgendeine Frau sich ganz alleine nachts an einem Waldsee wirklich wohlfühlen würde. Dann kriege ich immer wieder Fragen, ob ich mich denn sicher fühle am Wasser. Natürlich zum einen, wenn ich meine Freunde oder Kollegen dabei habe, ist es immer was anderes. Aber ich habe auch seit einiger Zeit einen kleinen Helfer dabei, um mich sicherer am Wasser zu fühlen. Oder beziehungsweise das Produkt, was ich seit einiger Zeit nutze, gibt mir auf jeden Fall das Gefühl, etwas sicherer zu sein am Wasser. Und zwar ist es Fishguard. So sieht das Ganze aus. Es sind 5 Teile, wenn man das sehen kann. Und zwar ist es die Alarmanlage fürs Fischen sozusagen. Wobei ich es nicht nur fürs Fischen nutze, sondern generell, wenn ich draußen unterwegs bin und wissen möchte, ob sich irgendjemand mir oder meinem Auto nähert. Und zwar habe ich dafür 3 Sensoren. Ich mache die mal eben an. Hier könnt ihr sehen, alle 3 Sensoren haben eine unterschiedliche Farbe. Ich muss mal gucken, ob man das sieht. Genau, so. Also alle 3 Sensoren haben eine unterschiedliche Farbe. Nehmen wir jetzt einfach mal das Grüne als Beispiel. Dann habe ich hier quasi ja, die Fernbedienung dafür. So, und jetzt könnt ihr sehen, Moment. Jetzt könnt ihr sehen, es blinkt. Grün, Rot und Gelb. Das heißt, alle Sensoren sind aktiv. Und dazu passend habe ich noch das Flutlicht dazu. Das kann man. Ich muss mal den Sensor drehen, sonst gibt es hier die ganze Zeit. Also wie man hört, es funktioniert recht gut. Das ist das Flutlicht. Man kann das Licht hier einstellen von der Stärke und hier. Ich kann euch das mal zeigen. Ihr seht auch ganz genau, dass der Grüne. Seht ihr das hier? Der Grüne blinkt quasi. Dann wisst ihr auch genau, welcher Sensor reagiert. Sehr böser Hund. Ich mache immer so, weil natürlich die Kamera vor mir steht und der Sensor darauf reagiert. Ganz böser Hund. Oder das nutze ich auch sehr gerne. So, und damit hat man quasi die Möglichkeit, 3 Sensoren aufzustellen. Und ich weiß, dass einige von euch wahrscheinlich denken werden, wozu brauche ich so eine Alarmanlage am Wasser? Sehe ich völlig ein. Aber ich muss sagen, seitdem ich das bekommen habe, habe ich es wirklich immer im Einsatz, denn ich bin wirklich viel am Wasser. Ich bin auch sehr viel im Ausland unterwegs und ich mache es mal ganz kurz leiser. Und zwar nutze ich den Fishguard gar nicht unbedingt dafür, dass ich den Menschen, der mir zu nahe kommt, verschrecken möchte, sondern eher als Information für mich. Das heißt, ich platziere ganz oft so ums Auto herum oder ums Zelt herum die Sensoren und mach den Controller eigentlich ganz leise, weil ich einfach nur wissen möchte, wenn sich mir etwas nähert. Also ich kann auf jeden Fall euch Fishguard empfehlen. Es ist ein richtig cooles Produkt meiner Meinung nach. Man kann die Sensoren 100 Meter vom Spot weit entfernt stellen. Das heißt 100 Meter nach links, 100 Meter nach rechts ist der Empfänger. Von daher ist es eine relativ große Reichweite. Ich nutze es immer so, würde ich mal sagen, zwischen 30 und 40 Metern. Das reicht mir eigentlich und gibt mir auf jeden Fall ein sichereres Gefühl am Wasser. Denn auch wenn ich mit Freunden unterwegs bin, hatten wir schon das ein oder andere Mal Situationen, wo wir wirklich von jemandem richtig schön erschreckt worden sind und damit passiert es mir einfach.